Hallihallöchen und willkommen zurück. Hier ist wieder der Lars mit Super Mario Bros. X The New Great Castle Adventure. Und das hier könnte die letzte Folge sein. Wir werden es sehen. Wir gehen mit dem guten Link durch die Tür. Wir spielen wieder Link, weil er letzte Folge nicht durfte. Wie er sollte oder wollte. Bowser-Statuen. Gibt es hier wieder einen Bowser-Kampf? Kann das sein? Sieht auf jeden Fall so danach aus, wie letztes Mal, wo wir halt Peach gerettet hatten. Diesmal retten wir Rosalina. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab's geschafft. Ja, Bowser. Dürfte mit Link eigentlich ganz einfach sein. Er dürfte ja die Flammen hier abwehren können mit einem Schild. Da brauche ich nur ausweichen. Naja. Du willst mich doch auf den Arm nehmen. Du hast tatsächlich 94 Sterne gefunden. Was? Mein Schloss ist voll mit Portalen, die dich zu verschiedenen Welten führten. Genau dort, wo die Sterne waren. Wer hat die dahin getan? Es ist Zeit, dich fertig zu machen. Und dann gehe ich dem auf den Grund. Ja, get to the bottom of this. Da, nach unten mit dir. Das ist mega einfach. Ich muss nur ausweichen. Und am besten den Rennknopf gedrückt halten. Nicht loslassen. Vielleicht hört man das ein bisschen so knarzen. Ich spiele mit einem anderen Controller, denn mein alter 360-Controller, da ist der linke Stick jetzt im Eimer. Also musste ich den alten Speedlink PlayStation-Controller da rauskramen. Der lag 7 Jahre in der Kiste. So sah er auch aus. Muss ich erstmal sauber machen. So. Erste Phase vorbei, dann kommt Phase 2. Keine 3. Eigentlich brauche ich dich nur angreifen jetzt. Bisschen aufpassen. Das war knapp. Wie viel brauchst du denn? Ich würde gerne den Tanuki-Anzug behalten mit Link. Welchen ich noch brauche überhaupt. Vielleicht für die Bonus-Level. Ich hab besiegt. Da liegt noch ein Herz. Die Kanonen halt nie gebraucht. Verflucht seien diese elenden Willi-Kanonen. Das ist eh von geringer Bedeutung. Es spielt keine Rolle, wie viele Sterne du mir stiehlst. Du wirst Rosalina niemals aus ihrem dunklen Gefängnis retten. Ich brauchte die Billy ganz nicht. So, Rosalina. Du hast ein eigenes Level. Und jetzt können wir da rein. Level 35, Rosalinas Pleit. Pleit, Schande? Ist das richtig? Nee, ist ja mit B. Rosalinas Notlage. Muss ich das jetzt machen oder könnte ich jetzt hier, dann würde ich wahrscheinlich in großen Lavaraum landen. Brauche ich nicht. Wir machen das einfach mit Link. Blablabla. Ist das ein Zelda-Level wieder? Nee, das ist der Typ von Castlevania, oder? Ich habe Castlevania nie gespielt. Ich habe mal einen Fangame, einen Super Mario Fangame gespielt. Wie hieß denn das nochmal? Genau, Super Mario Bros. Crossover. Da konnte man Link, Samus und halt auch ihn hier spielen. Billy oder so, weiß ich nicht. Vorsicht, Reisender. Du trittst in ein von deinem Erzfeind erschaffenes böses Reich ein. Hier gibt es Monster und Dämonen, die du bisher nur in deinen schlimmsten Albträumen gesehen hast. Und schlimmer noch, ich habe böse Geister gesehen, die deine Form nachahmen können. Sie haben Rosalina, die Königin der Sterne, in dieses wahnsinnige Reich verbannt. Es ist leider hoffnungslos. Es ist nicht hoffnungslos, denn Link, der Held, ist da. Aber ich muss Luigi spielen. Was haben wir da drin? Ein Pilz. Ist ja süß. Du bist ein Bu. Hab keine Angst vor. Muss ich jetzt da durch? Oder was ist los? Jo. Ich glaube, wir werden alle Charaktere spielen im Laufe dieses Levels. Stirb!
komischer Axtwerfer, Hammer Brother, Ritter. So. Wenn ich oben lang kann, dann geh ich oben lang. Was seid ihr denn? Ich dachte kurz, es wäre der Rucksack irgendwie. Ah, das ist. Die haben einen Buckel. Komische bucklige Typen. Die nehme ich mal einfach mit. Ich wollte erstmal. Hallo, Geist! Da ist nochmal ein Pilz. Ist der wunderbar. Tschüss. So weit mag ich nicht. Ich muss ja sagen, der Controller fühlt sich scheiße an. Wenn man halt das mit einem 360-Controller vergleicht. Als würdest du mich erwischen, scheiß Fledermaus. Ich hab dich erwischt. Keine Herausforderung. So ganz funktioniert der aber auch nicht so richtig. Der war zu lange in der Kiste. Der Controller. Aber noch besser jetzt automatisch rumlaufen. Aber der knatscht. Da ist Toad. Und da brauche ich den Toad. Ich mache erstmal die... Jo, Geist. Du gehst mir auf jenigen. So. Und dann sind wir jetzt dort. Komm, Bucketyp. Die Bucketypen sind eigentlich die Vögel. Die Geister, die Boos. Die Axtwerfer, Hammer Brother. Da oben hängt ein Schlüssel rum. Hier sind Münzen. Da ist ein Dings. Ein Pilz. Warnung. In diesem Reich gibt es 5 böse Geister zu finden. Diese Geister werden deine Form nachahmen, aber in einer viel stärkeren Variante. Wenn du die nachahmenden Geister bezwingst, kannst du ihre Kräfte aneignen. Spring bloß nicht auf deren Köpfe, das würde dir nur schaden. Du musst eine andere Methode zum Angreifen herausfinden. Aha. Ich glaube, ich muss zuerst in die Röhre, dann würde ich die Fähigkeit kriegen, Double Jumpen zu können. Und dann könnte ich den Schlüssel holen. Hätte ja sein können, dass ich jetzt noch nicht Double Jumpen kann. Genau. Oh. Oh ne, ist jetzt so ein Metroid-Scheiß. Die letzte Folge. Und da kommt ein neuer. Kann ich auf die Spin jumpen? Ja. Wunderbar. Oh, sehr schön. Sehr schön. Kann ich da durch? Kann ich nach da oben? Du Pumpkin, ich will dich mal kurz besuchen. Oh, ich krieg immer wieder neu, oder was? Ja, ich krieg hier keinen Anlauf. Keinen vernünftigen. Jo, ich krieg das immer wieder neu. Denn halt nicht, dann geh ich halt nicht zum Pumpkin. Zum Kürbis. Tanuki Toad. Yay. Aber ich komme da nicht mehr zurück. Du bist mir im Weg, komischer Geist. Und du Hammertyp, du nervst mich. Bucketyp! Ich nehme mich mal zum Schutz mit. Und wenn es von Geistern ist. Eigentlich brauche ich da oben nicht hin. Was Weg da oben? Kick da kein Item mehr. Was mir was bringen könnte. Vielleicht ein Schuh. Aber glaube ich nicht dran. Nicht! In dieser Episode von Super Mario Bros. X, da werden mir keine Yoshis und keine Schuhe geben. Medusa-Köpfe, die sind berühmt, das weiß ich. Die sind berühmt berüchtigt, besonders scheiße zu sein. Aber hier sind sie einfach nur welche, sind sie die Gonzo-Geister. Da hängt eine Fledermaus. Tschüss. Und jetzt sind wir der Link. Wipp, wipp, wipp. Knapp. Bosskampf. Eigentlich hat man schon einen Mini-Boss. Oder einfach nur Schloss. Einfach nur Schloss. Konnte ich das nicht... Ich will da durch. Ja, das funktioniert sogar. Ich hab abgekürzt. Ich gehe einfach mal den normalen Weg.
Wahrscheinlich soll ich irgendwas anderes finden. Wahrscheinlich einen schwarzen Anzug. Der könnte das eigentlich machen. Kann ich da so abkürzen? Ja, kann ich. Kein Problem. Kann ich in der Steinform eigentlich durch Gegner durch? Ja. Kann ich hier einfach gegenspringen? Kann ich die umspringen? Ja, das brauche ich jetzt nicht. Einfach rübergesprungen, fertig. Schade. Kann ich dich kaputt stampfen in Steinform? Nee, leider nicht. Und da ist auch schon der böse Zwilling, Bizarro Link in Schwarz. Ja, ich krieg dann wohl dein Zeug wahr. Plupp. Kann ich seine Laserschwerter eigentlich abwehren? Du kommst gar nicht runter, wa? Und er ist viel blonder als ich. Schon allein daran kann man erkennen, dass du ein Fake bist. Und du bist tot. Och, Menno. Eigentlich hätte ich jetzt gern den Tanuki behalten. Tatsächlich. Egal. Und ich krieg hier auch immer wieder neu. Das ist ja schön. Stirb! Kann ich das da genau? Da ging's nicht zurück. Ja, scheißegal. Wer braucht denn das Herz da, wenn da unten immer wieder ein neues Amulett kommt? Da unten ist Peach. Wupp. Ja, komm runter. Kann ich ja eh nicht töten. Der kann ja Link nicht. Und Spinjumpen kann er auch nicht auf den, weil er nicht Spinjumpen kann. Das kann ich auch schon mal aufmachen. Auch wenn ich es nicht brauche, vielleicht aber schon. Kommt drauf an. Moment. Da ist ein Link-Block. Nee, ein Luigi-Block, nicht Link. Zwar beides A, aber zwei unterschiedliche. Was seid ihr eigentlich? Komische Orks in roten Gewändern oder was? Da muss ich denn rüberschweben mit Peach oder was? Na komm. Kopfloser Typ. Da noch ein kopfloser Typ. Lalalala. Bevor ich mich verwandle, mache ich euch platt. So. Freie Bahn für die Peach. Moment. Die kann es ja in der Luft halten. Es gibt einen Schnellfeuerknopf und es gibt den Haltenknopf. Könnte man sich auch mal zunutze machen. Brauche ich nur nicht mehr. Wahrscheinlich. Da brauche ich eigentlich noch nicht lang, weil das verschlossen ist. Okay. Alles klar. Dann wird sie jetzt wahrscheinlich als nächstes Peach-Doppelgänger geben. Peaches. Du bist feuerfest, du Sack. Hallo Medusen. Ihr seid auch feuerfest, wa? Na egal. Oh, Fischmensch. Fischmensch? Karpfenmensch. Das ist ein Geistenweg. Ein Dreier-Team. Schweine. So, von rechts nach links ranspringen, damit mir der blöde Geist nicht folgt. Ich könnte wetten, da ist ein Power-Up drin. Ist mir aber zu gefährlich. Oh, scheiße. Geist, lass mich in Ruhe. Geh mir nicht auf den Geist. Fischmensch. Bomben-Peach. Lass mich raten, ich muss deine Bomben nehmen und dann dir entgegenschmeißen. Müsste ich nur ihr entgegenschmeißen. Und nicht mich nicht dabei treffen. Ich muss jetzt hier mit Analogstick, nicht hier mit Analogstick, sondern mit hier Digitkreuz spielen.
Huhuhu. Kannst dich auch selber treffen, wäre schön. Fuck! So, ich warte einfach mal ab, bis die da kaputt sind. Explodiert. Gut. Und da aus dem Loch kommt da was Neues. Gib mir was Neues. Drittes Herz. Wunderschön. Lauf nicht von selbst. Das war jetzt wegen Lag. Da ist wegen dem Lag selbst gelaufen. Nicht wegen Controller. Junge! Du bist da gerade falsch. Ist er weg? Sind wir durch. So, wir haben Toad, wir haben Link, wir haben Peach, denn ist jetzt wohl Luigi dran. Und was mit Mario? Die haben wir noch gar nicht. Igitt. Hä? Mit dem Controller habe ich auch nicht mehr das Problem, dass der automatisch nach unten wandelt. Weil sich der Stick halt festhängt oder einfach durchhängt. Ich habe eine Idee. Ich habe eine, glaube ich, sehr gute Idee sogar. Der Luigi-Doppelgänger wird sich wünschen, nie geboren worden zu sein. Denn hier gibt es keine Barriere, die sagt, dass ich nur mit Link hierher kann. Ich kann auch mit Luigi hierher und mit allen anderen auch. Ich hole mir einfach zwei Hammer-Suits und fertig. Keine Chance gegen mich. Und die kann alles töten. Sogar Medusen. Dusen. Ich darf aber die Twurms nicht töten. Das wäre, glaub ich, schlecht. Obwohl. Einen kann ich töten, falls ich nochmal runter muss. Ansonsten könnte ich ja nicht nochmal hoch. Ich muss mal kurz zur Seite. Spinjump macht da keinen werfen. Gut. War ich mir gerade nicht sicher. Ne, falsche Richtung. Nicht einfach da Richtung den Schwarm schmeißen, den du brauchst. Ich hasse dich. Hasse die Leitern, ich hasse sie. Da kurz mal warten. Hallo Kopfloser, Spacken. Ich will den erstmal da loswerden. Hallo. Wir gucken mal nochmal auf der anderen Seite nach. Okay, links wird dann wohl der Luigi-Doppelgänger warten. So. Wirst du weggehämmert. Wuff, was mit dir? Stirb. Okay, der war schnell tot. Ein Glück bin ich so schlau und hol mir einen Hammersuit. So, Schlüssel haben wir. Nicht runterfallen, danke. Ah, schieß. Hab mich kurz gerade gefragt, was ist mit einem Checkpoint? Jetzt darf ich zu Mario wechseln, das ist ja toll. Brauche ich beides nicht. Metroid-Musik. Kommt jetzt Mother Brain? Verflucht seist du, Mario. Ich habe sowas von satt, dass du mir meinen Spaß verdirbst. Du brachtest mich fast zum Aufgeben. Doch ich habe noch Kraft für einen letzten Kampf. Ha, du wirst keine Herausforderung für meine berüchtigte Knochen-Bowser-Form sein. Oh, geil. Dry Bowser. Oh, oh. Brahahaha. Lass uns schauen, wie du dich gegen dich selbst schlägst. Lass die giftigen Pilze regnen, Mario. Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Lass mich in Ruhe. Wie? Was? Was soll ich? Ah! Okay, ich brauch die Knüller. Und dann bam. Genau. Nicht rumlenken! Rumlenken ist gerade sehr gefährlich.
Oh Gott. Ich frag mich, wie viele Treffer er braucht. Er hat mich erwischt. Oh Gott. Ein Glück kriege ich da mal wieder Pilze. Die Federn bringen mir nichts oder die Blätter. Blätter! Okay. Wissen wir Bescheid. Ja, 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 ja. So, hol den Mario da ran. Ja, ja, ja. Oh Gott. Das war gemein. Kannst du ab und zu auch normale Pilze schmeißen für mich? Müssen das immer Giftpilze sein? Kannst du mal springen, du Sack? Oh Gott. Ja, man sollte sich auch nicht in die Ecke treiben lassen. Das ist nicht gut. Na gut. Ja, 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 ja. Ich mach dich schon fertig. Hör auf, du mieses Schwein. Spring! Lass mich da vorbei. Oh, jetzt sind die aber kacke da. Das war knapp. Bam. Ihr blöden Hampelmänner! Läuft nicht. Jo, Pilz, kannst du eigentlich damit raus? Nee. Schade. Ja, 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 ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Lauf. Oh Gott! Nein, er ist nicht weit gerutscht. Oh Gott! Vielleicht ist es ein bisschen besser, klein zu sein, da wird man mich nicht so gut getroffen. Muss aufpassen, dass ich mich nicht selbst mit den Buckligen da fertig mache. Treffer! Treffer! Nein! Ficken! Na, was machst du? Oh, scheiße. Mann. Das Digi-Kreuz bewegt sich nicht immer so, wie ich das will. Nicht! Ruckeln! Ruckeln ist gefährlich. Und mega unfair. Spring, du Sack. Den habe ich verfehlt. Oh, das war fies. Was ist das hier? Bowser's Holz. So könnte man sich auch ein Dark Souls Setting in Super Mario vorstellen. Ah, ist ja schon Castlevania. Du gehst mir mega auf die Eier, Junge.
wenn ich den Spacken da oben abwischen könnte. Ah, ich bin direkt in die Kackflamme gesprungen. Unverwundbar kurz, Idiot. Die sind ein gutes Team, die Schweine. Na, oh, du mieser Typ. Ich frag mich, wie viele Treffer der braucht. Das ist mega anstrengend. Du springst immer dahin, wo ich gerade war. Muss ich mir eigentlich zum Nutzen machen. Machst du noch mal was oder bist du jetzt hier? Mist, zu früh. Der hat keinen Schaden genommen, wie man gehört hat. Schnell da. Oh, scheiße. Oh, ein Glück springt er noch mal. Oh, scheiße. Mach was. Ui. Nein. Nein. Fuck. Das war schon gut. Also Mario da oben in der Luft, der macht echt nochmal was aus. Ja, die Fresse da oben. Mach nicht meine Munition platt, du Sack. Ja, nach da. Sie wieder so einen Typ an den Kopf bekommen. Nach da, nicht in die Enge treiben lassen. Springst immer dahin, wo ich gerade war. Muss ich mir halt zunutze machen. Das war knapp. Dann nehme ich ihn mir halt neu. Gut. Ganz nach da. Mach was, du Sack. Wie viel hält ihr aus? Langsam ist aber Schluss, Junge. Oh Gott. Junge, du hältst viel zu viel aus. Der ist immer noch nicht tot. Oh, das war knapp.
Weißt du, was dein Problem ist? Du hältst viel zu viel aus! Immer noch nicht. Dachte kurz. Das könnte es doch mal gewesen sein. Immer noch nicht. Mist, hat er nicht aufgehoben. Ich hab's geschafft. Mist, ich hab's übersprungen. Nein, all diese Sterne, sie sollten mein sein. Sein, 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 sein. Ich kann's ja denn in der ich hab's jetzt in der Aufnahme gesehen, konnte es halt vorlesen. Fertig. Rosalina, ich bin's, Mario. Ich hab den bösen Dry Bowser besiegt. Mensch, hat der viel ausgehalten. Mario geht fremd mit Rosalina jetzt. Ich danke dir, du hast mich aus diesem verhassten Reich gerettet. Oh, und es scheint, als hättest du auch meine Sternkraft gesichert. Wie kann ich dir das je erwidern? Bitte nimm den Rest meiner Kraft als Belohnung. Das war ein lila Stern. Das war kein goldener Stern, das war ein lila Stern. Eigentlich dürfte er sich... Es ist noch nicht fertig. Nein, wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch die Bonus-Level. Na gut. Ich glaube, Bonus-Level wird relativ schnell gehen. Und ich hoffe, die sind gut. Und nicht nervig. Vielleicht ist es irgendwann wieder mit irgendwelchen Cheats. Kann ja auch sein, wie bei Mario Classic. Ansonsten wäre das letzte richtige Level gewesen. Und es war cool. Es war cool. Außer, dass der Dry Bowser echt viel ausgehalten hat. Wow, hat der viel ausgehalten. So. Irgendwie schade, dass es mein alter Controller nicht überlebt hat. Bis zur letzten Folge. Oder jetzt, zu den letzten beiden Folgen jetzt. Ich glaube halt, die Bonus-Level gehen relativ schnell. Die werden wir in einer Folge, glaube ich, schaffen. Und dann geht es auch schon weiter mit Super Mario 64. Star Revenge 3 Mario on Ansuri oder so. Ich kann kein Französisch. Ansuri. Und nach Star Revenge 3 geht es dann nicht weiter mit Mario Bros. X, sondern... mit einem anderen Mario-Fangame. Wo wir nicht Mario spielen. Sondern einen lilanen Typen. Und da wird das Bild schmal. Und nein, das ist immer noch nicht das Ende. Ja, mach mal hin, Credits. La 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 la. Wir haben es geschafft. Ich habe Dry Bowser besiegt. Eigentlich könnte ich jetzt hier ausmachen. Ich gehe aber nochmal kurz zu den Bonusleveln hin und verabschiede mich da, weil wir denn da weitermachen. Da gehe ich kurz mal mit. Ach scheiße, der kann ja gerade nicht fliegen. Das ist schon ziemlich cool, dass der da das schon hat. Ein Tanuki-Suit. Das finde ich gut. Vielleicht brauchen wir das. Als nächstes, hier geht's hier weiter und hier ist dann das richtige Ende drin. Oder irgendeine Belohnung, die ganz toll sein soll, laut den Typen da, laut Opa. Na gut. Dann halt bis zum nächsten Mal hier bei Super Mario Bros. X The New Great Castle Adventure. Ich bin immer noch der Lars und verabschiede mich.